So, ein freundliches Guten Tag und Hallo. Ich begrüße alle herzlich zur nächsten vier Folge hier von Mountain Blade mit dem Floris-Mod. Ich habe gerade ein paar Sachen verkauft, habe meine Leute neu ausgerüstet und bin jetzt auf dem Weg wieder nach hier oben. Die Dinger konnten wir eben nicht verkaufen. Bin gerade am Überlegen, ob ich hier runterreite und dann erst wieder hoch. Ja, ich mache das auch. Passt schon. In der Zeit können nämlich meine Truppen ein bisschen heilen. Ich habe sonst ein bisschen Bammel, dass das nicht so funktioniert, wie ich will. Gefangenenplatz haben wir ja sowieso genug. Falls wir doch noch hier was begegnen, so. Doppelsöldner, berittene Jungfrau. Oh, was denn hier hinten? Aha, Geheimversteck. Ja. Okay, hier ist schon mal niemand, oder? Alles klar, dann gehen wir weiter. Obwohl, wir könnten nach Lebensmitteln gucken, ne? Ja, ein bisschen was. Einfach nur gucken nach den Preisen. Fisch ist jetzt nicht wirklich günstig. Korn kann man kaufen. Ah, und einmal billiges Brot ist egal. Passt schon. So. Ja, wir geben uns einfach mal hier wieder in den Norden. Da waren wir ja eben ganz gut dabei. Ja, dass das wieder verheert wird, ist klar. Was soll ich sagen? Das Dorf. Ja, echt scheiße gelegen. Ne? Aber gut, man soll nicht meckern. Wir haben dafür einen Titel. Der Titel ist mir da im Moment wichtiger. So, was haben wir hier? Kopfgeldjäger, Sklaventreiber, Karawanenwache, Reiter. Reiter brauchen wir momentan mehr. Jo, wir können unser Geld wieder abholen. Da hat jemand die Treue aufgekündigt und hat sich den Nords angeschlossen. Okay. Da haben wir die nächsten Tundra-Banditen. Ach, das ist der Typ auch mit den Kopfgeldjägern. Nice. Nur, dass ihr es wisst, ich kann diesen dummen, dreisten Schalachten Ymirus nicht ab. Ach. Ist sie wieder am Zicken? Interessiert mich nicht, er ist ein wertvolles Mitglied. Wenn sie nicht dabei sein will, soll sie abhauen. Denn ich kann nicht immer auf die Rücksicht nehmen. Habe ich aber beim letzten Mal ja auch nicht, ne? Von daher, alles gut. So. Der hat die Mütze etwas sehr tief hängen. Gut, dann sollte sich darauf vorbereiten, zu sterben. Na, ich führe meine Truppen an. Der hat ca. halb so viele wie ich. Und ich würde sagen, erstmal zum Angriff, Kavallerie mir nach und dasselbe Spielchen wie sonst. Ne? Genau, den Hammer. Und da prescht jemand vor, den ich gerade neue Pferde gegeben habe. Ah, wieder ein... Ja, der Ymirus. Alles klar. Dann müssen wir dem wieder umstellen. Das habe ich vergessen. Egal, passt schon. Okay, das war, glaube ich, gerade in den Kopf. Ja, 89... Ach, Quatsch. 39 Schaden, das war auf jeden Fall ein Kopftreffer. Für uns. Oh, gut, passiert. Ist halt KI, ne? Die kann da eigentlich relativ gut zielen. Wenn wir das versuchen würden, so in derselben Form... Ah, das sollte nicht funktionieren. Gut. Egal. Hauptsache, wir kriegen unser Zeug wieder zusammen. Ich hoffe nur, dass nicht so viele von diesen Typen mit dem... Also unsere Heldeneinheiten, nenne ich es jetzt mal so, sterben. Oder bewusstlos werden. Weil die steigern ja unsere Gefangenenhandhabung. Ich weiß zwar nicht, in welchem Faktor das irgendwie da zusammenkommt, aber das ist mir ja schon ein paar Mal aufgefallen. Wenn die halt verletzt sind, dass das ein bisschen runtergeht. Selbst wenn wir verletzt sind, geht das ja auch ein bisschen runter und bla bla bla. Naja,
Ist ja egal. Gut, jetzt haben wir sie erstmal alle erledigt. Jetzt haben wir gewonnen. Wunderbar. Haben nur Verwundete. Und können jetzt ein paar Leute mitnehmen. Oh, wir können genauso viele mitnehmen, wie wir eben angesagt bekommen hatten. Sehr schön. Seeräuber. Oh, wir können. Wir haben nicht genug Platz. Nein. Egal. Alles gut. Sklaventreiber verbessern. Ein Chevalier haben wir. Ich bin am Überlegen, ob ich echt die Edelknechte so dringend brauche. Der Bogenschütze kann auf jeden Fall weg. Der scheint mir eigentlich ganz gut zu sein. Darum traue ich mich gar nicht, den zu entfernen. Moment, jetzt mal kurz durchklicken hier. Ja, genau deswegen. Weil sonst vergesse ich das nachher die ganze Zeit. Brunduk. Da waren noch zwei. Ah, du. Kriegerinnen. Nein. Ja, wir haben ziemlich viele von den Schwertkämpfern, das ist das Problem. Ja. Ach komm, tu mir die raus, ist okay. Nehme lieber die Kopfgeldjäger mit. Die machen. Also, die bringen mir mehr, in dem Sinne Geld und bla. Brauche ich den hier wirklich? Das scheint ja eine starke Einheit zu sein. Aber im Endeffekt ein Kerl geht, ne? Und es sind Dreier. Ach komm, lass mir frei. Will ich nicht mehr. Passt schon. Oh, Wagier fällt. Fällt. Fährt. 40. Moment. 20er Rüstung, ja, das ist halt was langsamer. Manöver ist auch ein bisschen. Ah, nee. Ist halt ein wesentlich schwereres Pferd, sage ich es mal so. Die brauchen wir für Mathild. Starwitbogen 32. Der ist ein bisschen schwächer, den brauche ich dann nicht. Ach komm, nehmen wir einfach mit. Was sind das für Schilde, genau? Zweierschilde? Mist. Ah, nehmen wir den Pfeil auch noch mit. Und das, den Rest können wir nicht gebrauchen. Und jetzt müssen wir unbedingt die Stadt und die Leute loswerden. Weil sonst können wir kein Geld mehr verdienen damit. So. Schenke. Edelknecht. Der. Und da ist der Lösegeldvermittler. Nice. Und jetzt fast 30 davon. Das bringt gut Kohle. Nice. Händler. Das kann weg, das kann weg. Der Bogen kann weg. Und die Militärsensen. Lass wir erstmal da. Das kommt weg. Genau. Und Mathild bekommt jetzt dieses super duper whatever. Genau. Das hier. Ja, das Pferd ist ja allgemein nicht schlecht. Schön, die kann gut reiten. Bogenschießen kannst du sie aber nicht, ne? Nee. Die Militärsense. Wie kann ich dem das geben? Manrit? Nee, nicht dem, sondern Jimerus. Nee. Der hat das Ding ja drauf. Ich glaube, warst du das? Obwohl 140er Reichweite. Militärsense? 155? Nee, das ist dann das. Okay, kannst du nicht nehmen. Ja. Wer wartet? Warst du das dann? Stauspieß. Ja, du warst das dann. Ja, du konntest den nehmen. Hat einen Stein. Was sind das eigentlich hier noch für Pfeile? Ein 14er Pfeil. Ja, die können wir auf jeden Fall irgendjemanden mal geben.
Dem hier. Hast du schon. Okay. Du? 13er Pfeil. Ja, gut, 13er Pfeil ist jetzt nicht wesentlich schlechter. Aber. Nein. Das. Genau. Die Wegfindung. Du könntest auch allgemein mal besser werden. Schild. Auch mal verbessern, genau. Weil mit deinem kleinen Minischild da kannst du eigentlich nicht. Na toll. Ich habe kein besseres Schild. Gerade losgeworden. Wer hat denn noch einen schönen Bogen, du? Obwohl, wir wissen ja nicht, ob du bei uns bleibst, also am Arsch. Du, nein, nicht Fähigkeiten. Ich verdrück mich gerade nur. Da, genau. Zehner Pfeile sind scheiße, so. Nice. Jetzt habe ich das, was ich will. Jetzt müssten wir gucken. Ah, Tundra-Banditen. Da sind die nächsten. Ja. Deserteure, 90 Stück. Puh. Hart. Wir sind auf jeden Fall wesentlich schneller als die hier und können sie dann wieder schnappen. Naja. Ich weiß, es ist gerade nicht so interessant, aber ich könnte ja in der Theorie auch mal ein bisschen selber jagen und das dann halt in der Zeitzeit nicht mehr aufnehmen. Beziehungsweise ja, diese ganzen Jagden, die ich hier jetzt gerade veranstalte, das nicht mehr aufnehmen, bis ich wieder wirklich was großartig mache. Zack. Ja, man sollte nicht mit jemanden auf jemanden zureiten, der eine eingelegte Lanze hat. Oder Militärsense in dem Fall. Tundra-Bandit tötet eine Jungfrau. Top. Aber meine Leute skillen sich in der Zeit wenigstens hoch. Das ist schon mal sehr schön. Ach so, ich wollte gerade sagen, schießen die da hinten nicht, oder was? Bewusstlos geschlagen, bewusstlos geschlagen. Das liegt nicht an deren Waffen, das liegt an dem Gemerus, dass sie alle nur bewusstlos werden. Obwohl Catherine und oder Utval, na gut, das liegt nicht an Gemerus. Die werden immer bewusstlos. Das sind ja Helden. Zeit ist schon wieder rum. Alter. Ich hab dann wieder nur so viel Scheiße gemacht, ne? Ja. Naja. Ah, ich glaube, ich werde jetzt hier nach der Folge ein bisschen ohne Aufnahme spielen. Ich werde hier einfach nur in der Zeit ein bisschen hier rumlaufen, Gefangene machen und bla bla bla. Also es ist nichts, dass ich hier großartig kämpfen werde. Wenn das der Fall sein sollte und ich in irgendeine Schlacht gerate, dann werde ich auf jeden Fall hier wieder einschalten, ne? Dass ihr da keine Angst haben müsst. Bonus? Ein großer Sack scharfer Pfeile. Okay. So. Ist okay. Also der Burner ist das jetzt auch nicht. Ja, die Bögen sind alle Kacke. Ja, ist einfach nur Kohle. Die Handschuhe sind scheiße. Den fellbespannten Schild, den können wir mitnehmen für. Ihr wisst schon wen. Ich weiß jetzt gerade. Ich vertue mich immer mit den zwei hier oben. Ne, das ist unglaublich. So. Der Schild ist wenigstens mal was dicker. Als das kleine Mini-Ding da. So. Genau, jetzt verbessern wir die noch. Und Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr freut euch auf die nächste Folge, beziehungsweise das dauert ja noch was, bis ich jetzt die nächste dazu aufnehme. Ich mache das jetzt mal ganz kurz, bis ich, wie gesagt, paar tausend hab. Also wir haben jetzt 7000. Ich mache das jetzt, bis ich so, was, doof, keine Ahnung, ein bisschen über 10.000 oder so. Und dann gucke ich, dass ich die nächste Burg erobern kann. Mit diesem König da zusammen. Aber bis dahin erstmal ein bisschen farmen, farmen, farmen. Gut, bis dann, Leute. Ciao.